Konnichiwa, meine lieben Mad-Attackers, Süß und Nies, und herzlich willkommen zum siebten und damit leider auch schon dem letzten Teil der Self-Publisher-Week. Aber keine Sorge, für den Abschluss habe ich noch einen ziemlichen Banger von der Menge her für euch. Nämlich Myth, eine sechsbändige Eigenverlag-Reihe von einem sehr bekannten YouTuber. Von wem werde ich gleich erklären, aber zuerst klären wir erstmal die Frage, worum geht es überhaupt in Myth? Myth spielt in einer Welt, in der Menschen mit mystischen Wesen und Fabelkreaturen Pakte eingehen können und dadurch zu sogenannten Verbannten werden. Und das wiederum gibt ihnen die Möglichkeit, unglaubliche Fähigkeiten und Kräfte zu erlangen. Und im Fokus der Geschichte liegt der Protagonist Black, der eine Verbindung mit dem Wasserdrachen Leviathan eingeht und dadurch unfassbar starke Wasserfähigkeiten erhält. Und nun bekommt er von diesem Wasserdrachen die Aufgabe, ihn aus seinem Gefängnis zu befreien. Und dafür muss er zusammen mit seinem Haustier Pep und der Phönixverwandten Arizona durch das Land ziehen und die anderen drei Drachenverwandten besiegen. Die Reihe ist provisorisch in 6 Bänden abgeschlossen, kostet, wenn ich mich richtig erinnere, 10 Euro pro Band oder so ähnlich. Und hat außerdem auch eine Version mit einem Vollschuber bekommen, der übrigens so aussieht. Mega stylisch und schick. Und die Reihe stammt von Tobias Noll und Marcel Kühn. Vielleicht werden euch die Namen nicht sagen, aber ich wette, ihr kennt Tobias Noll, also ich hoffe, es war Tobias Noll, denn einer von beiden auf jeden Fall ist der YouTuber Drawing Like a Sir. Und auch hier war ich schon sehr auf diesen Manga gespannt. Denn zum einen ist Drawing Like a Sir ein relativ bekannter und angesehener Zeichner-YouTuber, und zum anderen, eine Self-Publisher-Reihe mit 6 Bänden erlebt man auch nicht alle Tage. Also selbst wenn ein deutscher Mangaka was in einem Verlag veröffentlicht, in den meisten Fällen kriegt die Reihe 4, maximal 5 Bände. Aber hier haben wir eine Self-Publisher-Reihe, die 6 Bände hat und theoretisch gesehen noch weitergehen müsste, weil die Reihe ist nur provisorisch in diesen 6 Bänden abgeschlossen. Doch zuerst nochmal meine Meinung zu der Story an sich. An sich könnte man meinen, die Geschichte erinnert so ein bisschen an Fighting Shonen kombiniert mit Percy Jackson, weil da auch sehr viel mit nordischer Mythologie kommt. Zum Beispiel taucht da auch Poseidon auf, Hephaistos später und so weiter und so fort. Und das allein gibt schon in der Geschichte einen echt sehr coolen Touch, weil ich liebe so Mythologie mit Fabelwesen, griechischen Göttern und so weiter und so fort. Also damit hat man mich schon direkt gecatcht. Und an sich ist die Story auch mega cool. Man verfolgt quasi, wie Black, Arizona und Pep eben stärker werden quasi. Man bekommt auch relativ viel Charaktertiefe, nicht nur auf Dridrei bezogen, sondern auch zum Beispiel auf Poseidon oder diesen anderen Charakter, dessen Namen ich vergessen habe. Auf jeden Fall, die Geschichte lässt sich auch gerne Zeit, um den Charakteren Tiefgang zu geben und gibt auch jedem Charakter quasi einen Moment, wo die glänzen können. Selbst Pep, der eigentlich mehr so als Maskottchenfigur dient, hat auch einen sehr viel tiefgehenderen Sinn, als einfach nur ein Maskottchen zu sein. Und auch Arizona, die Begleiterin von Pep, nicht von Pep, von Black, ist auch echt krass stark. Und das ist schon irgendwie ein positiver Beigeschmack, denn die meisten Fighting Shonens haben oft die schlechte Angewohnheit, dass die weibliche Begleiterin des Protagonisten eher wenig drauf hat und sich ständig gerettet werden muss. Aber Arizona ist wirklich eine verdammt starke Charakterin und kann auch locker selber auf sich aufpassen, denn sie hat auch in der Geschichte ein eigenes kleines Abenteuer, was echt mega stark war. Nur leider ist die Reihe auch nicht perfekt. Also zum einen, ich habe ja gesagt, die Reihe ist provisorisch abgeschlossen. Das liegt nämlich daran, dass die Reihe halt offen endet. Und dann wird auch hinten gesagt, es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Reihe irgendwann fortgesetzt wird. Aber ob das nun wirklich durchgesetzt wird, ist immer noch nicht ganz klar. Heißt also, man wird quasi mit einem offenen Ende halt da stehen gelassen, ohne zu wissen, dass die Reihe jemals fortgesetzt wird. Was echt schade ist, weil ich glaube, wenn die Reihe mehr Bände hätte, könnte sie noch sehr viel mehr Potenzial rausholen. Dann war noch so eine Kleinigkeit, die mich ein bisschen gestört hat. Und zwar gibt es auch immer in den, ich hole mir besser einen anderen Band raus, in den Bänden gibt es auch oft am Anfang irgendwie so eine Liste mit den Charakteren, mit einem Profil dazu. Und was mir so ein klein wenig auf den Kieker gegangen ist, waren die Charakterprofile der weiblichen Charaktere. Denn bei diesen Charakterprofilen, da sind halt so Name, Kräfte, Informationen auch, wie Alter und so etwas. Und es gibt auch eine Kategorie mit Gewicht. Okay, im zweiten Band ist das jetzt nicht vorhanden, aber im dritten war es 100 pro dabei. Da gibt es auf jeden Fall auch so eine Kategorie mit Gewicht.
Und bei den weiblichen Charakteren, wie zum Beispiel Arizona, wurde das Gewicht halt gestrichen. Ich dachte, okay, dann vielleicht liegt es daran, weil das, keine Ahnung, später aufgelöst wird oder so ein Käse oder weil es irgendeine Bedeutung hat. Aber nein, das ist in allen 6 Bänden und auch bei allen weiblichen Charakteren so. Halt nach dem Motto, ach, man fragt doch eine Dame nicht nach ihrem Gewicht. Und auch wenn ich den Joke dahinter so ein bisschen gette, ich frage mich immer noch irgendwie, ist das unbedingt nötig? Also das ist irgendwie so ein typischer Frauen-Klischee-Joke. Und ja, vielleicht muss man das mit Humor nehmen, aber irgendwie finde ich das, ich fühle so etwas nicht richtig. Das ist irgendwie immer dieses typische Gender-Klischee-mäßige Ding, was ich einfach überhaupt nicht fühle. Und eine Sache, die mich wirklich beim Lesen die ganze Zeit gestört hat und was mich auch mega verwundert hat, die ganze Geschichte, alle 6 Bände sind eine Rückblende. Ja, eine Rückblende einfach. Denn die Geschichte fängt schon damit an, man sieht Black, Arizona und Pep mitten in ihrer Reise. Die beiden sind auch, alle drei sind auch schon ziemlich stark. Und dann treffen sie da auf einen Charakter, der eigentlich auch noch sehr besonders ist in seiner Eigenart mit den Kräften, aber das wird auch irgendwie nie wirklich groß erklärt oder thematisiert. Und er will dann die Geschichte von den dreien erfahren. Und ab da, so nach dem ersten, nach dem zweiten Kapitel, ja, hier, jetzt sehe ich so, ab der Hälfte ungefähr beginnt dann halt quasi die Anfangsgeschichte, wie sie zu ihren Kräften gekommen sind, wie sie sich kennengelernt haben und wie ihre Reise angefangen hat. Und das Ganze zieht sich halt alle 6 Bände lang. Und es gibt nur hin und wieder so diese Einspieler, wo gesagt wird, ah, okay, ihr habt also das und das erlebt und wie geht's dann weiter? Und dann geht die Rückblende eben weiter und so endet dann auch halt der 6. Band, dass die Anfangsgeschichte halt eben zu Ende geht. Und das fand ich, to be honest, mega unnötig. Also ganz ehrlich, man hätte sich die Rückblende einfach sparen können und einfach die Geschichte direkt mit der Anfangsgeschichte beginnen können und das dann so weitergehen lassen können. Aber ich finde, die Tatsache, dass das Ganze als Rückblende anfängt, gibt einem die ganze Zeit halt das Gefühl, dass noch es ab dem Punkt eigentlich weitergehen sollte, wo die anfangen, die Geschichte zu erzählen. Aber nein, es geht von Band 1 bis 6 nur darum, wie sie erklären, wie sie sich kennengelernt haben, wie sie ihre Kräfte bekommen haben und was eigentlich so ihre Mission ist. Das zieht sich durch die ganzen 6 Bände durch und man fragt sich die ganze Zeit, okay, wann ist jetzt die Backstory zu Ende? Wann geht's endlich richtig los mit dem Abenteuer? Aber das bekommt man nicht. Und das finde ich irgendwie so mega unnötig. Also, das hätte man meinetwegen machen können, wenn die Serie länger geläuft wäre. Aber mit 6 Bänden und das Ganze nur für die Backstory als Hintergrund, nicht als Hintergrund, als Rückblende zu verpacken. Ganz ehrlich, ich finde, das hatte beim Lesen so einen weirden Beigeschmack, weil ich die ganze Zeit gehofft habe, es würde endlich weitergehen. Aber nein, man bekommt nur die Charaktere introduced, bekommt ein bisschen Back-Info und bekommt dann halt so mit, wie die Charaktere halt, warum die Charaktere so drauf sind, wie sie am Anfang der Geschichte vorgestellt wurden. Und das finde ich, wie gesagt, einfach mega unnötig. Und ja, eine Sache, die ich noch so ansprechen wollte, war halt natürlich der Schuber. Und hier muss ich an der Stelle eigentlich loben, wie gut der Schuber eigentlich ist, weil wie gesagt, das Ganze ist self-published und trotzdem muss ich sagen, für einen Self-Publisher ist der Schuber eigentlich ganz gut. Also klar, die Verpackung ist jetzt nicht so krass hochwertig, also die ist halt relativ dünn und man sieht auch hier an einigen Stellen, dass das halt so ein aufgebauter Pappschuber ist, aber der ist trotzdem eigentlich sehr gut gestylt, hat ein sehr schicke Motive, auch hier diese goldenen Reflexionselemente und ich muss ehrlich sein, ich für meinen Teil, ich fühle es, also ich mag auf jeden Fall den Schuber, aber insgesamt muss ich sagen, Myth ist zwar an sich eine unterhaltsame Reihe und hat auch ein sehr cooles Grundkonzept und so, aber die Art und Weise, wie sie aufgebaut ist, ist mega unnötig, verwirrend, zieht sich die ganzen Bände lang und ich glaube, die Reihe könnte sich halt jetzt nur noch retten, indem sie halt irgendwann weitergeführt wird. Also ich für meinen Teil würde sagen, wenn ihr Interesse habt oder Fans von Drawing Like a Sir seid, dann kann man sich die Reihe auf jeden Fall geben. Aber ich für meinen Teil würde sie mir erst dann holen, wenn Myth irgendwann fortgesetzt wird. Also, hey, Drawing Like a Sir oder Tobias Neu und Marcel Kühn, wenn ihr das Video seht, dann bitte setzt irgendwann Myth fort. Weil an sich bockt die Reihe schon, aber ich finde, es würde sich halt nur lohnen, wenn die Reihe, wie gesagt, irgendwann fortgesetzt werden würde. So, und das war der 7. und damit letzte Teil der Self-Publisher Week. Nun würde mich natürlich noch interessieren, was ist eure Meinung zu Myth?
Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und schreibt auch gerne generell, was eure Meinung zu Drawing Like a Sir bzw. zu Tobias Neujahr Marcel Kühn ist. Ich habe jetzt natürlich auch hier wieder den Instagram-Account und auch den Webshop von Drawing Like a Sir markiert in der Beschreibung. Und ansonsten würde ich halt wie immer sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, sayonara!